Herzlich willkommen zurück. Ich wurde eingeladen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, im Bereich Windmachen, und wir spielen heute wieder Stellaris. Beim letzten Mal, oder in den letzten zwei Aufnahmesessions müssen das gewesen sein, haben wir hier noch die Löcher geschlossen, wir haben die Aliens rausgeegelt, hier haben wir noch ein paar Aliens platt gemacht, wir hatten suizidäre Admirale, das kann man nicht anders sagen, die waren echt schlimm. Aber wir haben auch das Spargelreich rausbekommen aus der Föderation. Und leider kurz danach ist die Föderation komplett aufgebrochen. Weil die Jabba Präsident wurden und ich denen immer wieder gesagt habe, nein, ich möchte nicht mehr Einfluss ausgeben. Das Gute ist, jetzt haben wir super viel Einfluss. Den kann ich ausgeben, um hier ganz viele Systeme zu claimen, weil ich glaube, hier haben wir uns einen Gegner rangezüchtet, weil wir die immer wieder unterstützt haben, der ungefähr genauso stark ist wie wir. Wenn man mal überlegt, dass die schon mal am Boden waren, und jetzt im Prinzip auf dem zweiten Platz stehen, ist das schon ziemlich übel. Nun gut, dann haben wir im Prinzip zwei starke Gegner neben uns, dann kann es ja nur noch Krieg geben. Apropos Krieg geben, die Marodeure sollten auch schon lange da sein. Ich weiß, die haben so eine Main Time to Happen, so wird das glaube ich berechnet. Das ist im Prinzip eine Zeit, wo sie im Schnitt rauskommen und die kann man beeinflussen durch gewisse Dinge und manchmal auch zufällig und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Marodeure auf ein Stück später gestellt haben. Ich glaube, es war das Jahr, normalerweise müssen wir im Jahr 2300 rauskommen. Ich glaube, ich habe sie auf das Jahr 2325 gestellt. Oder sowas in der Richtung. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich habe alles einen kleinen Ticken langsamer gemacht. Ich habe ja auch die Technologiekosten um 50% erhöht und so weiter. Damit wir ein bisschen länger am Spiel Spaß haben. Ich bin eher der gemütliche Spieler, das sage ich ganz ehrlich. Auf alle Fälle, die Marodeure kommen. Und je nachdem, wo die Marodeure spawnen, entweder hier oder direkt bei uns, wird das restliche Spiel komplett anders verlaufen. Und dementsprechend wäre mein Plan jetzt erstmal, wir wissen, es kommt auf alle Fälle ein Krieg, entweder gegen die Jabba oder irgendwo gegen die Omniab oder spätestens bei den Marodeuren. Waffen erforschen, Flotten aufrüsten. Wir haben super viele Ressourcen, was ich damit mache, weiß ich noch gar nicht so genau, aber das wird sich schon irgendwie ergeben. Und dann heißt es im Prinzip warten, bis die Marodeure kommen. Das ist, glaube ich, der beste Plan, den wir im Moment haben. Kann mich täuschen, werden wir sehen. Ich schneide euch dann wieder dazu, wenn es interessant wird. Vielversprechender Offizier. Kapitän Sophie Gerard. Der kommandierende Offizier der Ari Romfaia hat beim jüngsten Gefecht im Rotantra-System Leistungen über die Dienstpflicht hinausgezeigt. Die Admiralität auf Aristo Prime erkannte die Qualitäten des vielversprechenden Flaggoffiziers und beförderte ihn vom Captain zum Admiral. Dem Anführerpool wurde ein neuer Admiral hinzugefügt. Das schauen wir uns dann gleich mal an, würde ich sagen. Nein, schon wieder. Die bauen mit Absicht Scheiße. Das kann mir niemand anderes erzählen. So viel Mist auf einmal kann man doch gar nicht anders deklarieren. Na gut. So, euch verstärken wir dann auch noch. Kann man noch mal ein paar Legierungen ausgeben. Dann laufen wir nämlich auch schon am Limit. Ich würde super gerne endlich das Megabauwesen haben. Und die ganzen Legierungen in... Wie heißen sie? Megakonstruktionen reinzustecken. Wie zum Beispiel eine Dyson-Sphäre. Das wäre super gut, aber da bin ich noch nicht. Schauen wir doch gleich mal rein, Anführer. Warum sind denn hier so viele Admirale? Ein paar Wissenschaftler weiß ich. Die hatten wir mit Absicht hinzugefügt, damit wir gleich noch ein paar mehr haben, weil wir sonst immer zu wenige von den Spezialisierungen hatten, hatte ich den Eindruck. Komisch, komisch. Aber okay, dann... Du hast einen... Dritte Flotte bekommt auch noch ein. Wo stellen wir denn unsere Flotten hin? Wir könnten hier eine Flotte gebrauchen, denke ich, bei Omnihub. Dann vielleicht hier zwei drüben. Bei Admir und Zoltan finde ich gar nicht so verkehrt. Schicken wir dich Richtung Admir. Ja, sollte passen. Dann, warum haben wir denn hier noch eine fünfte Flotte?
Warum entstehen hier Flotten, die nirgendwo dazu passen? Fliegt bitte, wenn ich darauf verstärken klicke, gleich zu eurer Flotte hin. Ich finde das schwierig. Ganz ehrlich. Ich fände es schön, wenn ihr da kein Quatsch irgendwie machen würdet. Das würde mir persönlich doch sehr helfen. Dadurch, dass die Daber ja mit uns ihre Föderation gebrochen haben und die Knuddel noch mit denen verbündet sind in allen drum und dran, dachte ich mir, werde ich da mal ein wenig Unruhe stiften, und das hat scheinbar Früchte getragen. Knuddel hat ihr nicht Angriffsversprechen mit Jabba gebrochen. Dann haben sie aber immer noch Defensivabkommen mit Kristall und Omnihub. Omnihub ist schwierig. Defensivabkommen wollen sie deshalb bald nicht mit mir schließen. Wenn wir das aber irgendwie wegkriegen, dann sollte es klappen. So, was haben wir noch? Senatssitzung. Fremdfinanzierte Freibeuterei. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft hilft uns. Handelswert passt. Bürokraten haben wir gar nicht so viele, wird schon passen. Handelsschutz plus 10. Flottenkapazität minus 10%. Das klingt nicht gut. Aber da sind so viele dafür. Mal schauen. Wir haben mittlerweile die 10.000 geknackt. Stark. Aber die anderen sind auch nicht schlecht. Gerade die im Galaktischen Rat. Mal schauen, wo das noch hinführt. Die Jabba haben inzwischen von sich aus das Forschungsabkommen auch noch mehr mit Knuddel gebrochen. Also, hallo, ich habe Stopp gesagt. Es wird immer besser, und der Wirtschaftspakt ist jetzt auch noch von Knuddel gebrochen worden. Also das scheint ziemlich gut zu laufen. Jabba wird immer isolierter. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber nichtsdestotrotz, ich bleibe bei dem Plan, dass wir erstmal auf die Marodeure warten. Die müssten ja, sind eigentlich schon überfällig, glaube ich. Gut. Bei der Struktur scheint es sich um ein gigantisches Mausoleum oder eine Nekropole zu handeln, die mehrere Millionen Jahre alt ist. Wir haben ja hier noch eine archäologische Stätte gefunden. Was liegt denn da endlich? Enigmatic Cage. Aha. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen früherer Plünderer, weshalb davon auszugehen ist, dass die Struktur seit der Errichtung des Tarnfeldes unangetastet geblieben ist. Die erste Kammer der Struktur ist zugänglich, aber eine undurchdringbare Tür blockiert den weiteren Fortschritt. Große außerirdische Glyphen, die noch nicht übersetzt werden konnten, wurden in die Wand über der Tür eingemeißelt. Faszinierend. Was machen wir denn eigentlich mit den ganzen kleineren Artefakten? Geheimnisse der Jut brauche ich nicht mehr. Mausoleumsausstellung und sowas könnten wir halt nutzen, aber ansonsten, ich würde lieber wissen, was hier noch kommt. Entschlüsselung der Mysterien braucht man da. Sozialforschung. Kommt bestimmt noch. Gut, was ist hier dazu gekommen? Größer als wir selbst widerrufen. Wodurch 5 Jahrespläne das neue Galaktische gesetzt wird. Planeten mit einem Fokus auf Landwirtschaft, Generatoren und Bergbau erhalten zusätzliche Boni. Verbietet den Lebensstandard Grundversorgung. Klingt doch gar nicht so schlecht, aber wir haben doch schon den 5-Jahres-Plan, oder nicht? Ach nee, das ist noch eine Stufe drüber. Ich verstehe, aber ich möchte, glaube ich, das große Ganze behalten. Lass das hier mal. Was gibt es denn noch, wo wir uns noch nicht entschieden haben? Ratsgröße auf 4 ändern. Die Yankee-Erhaltungsgesetz, okay. Wird schon passen. Ah, es gibt immer mehr Leute, die dagegen sind. Finde ich gut. Ich habe gerade gesehen, dass wir mit dem Einfluss auch so langsam an die Grenzen kommen von 1000. Da waren wir auch noch nie. Dann würde ich sagen, ist jetzt mittlerweile der Zeit für die Ansprüche gekommen. Und das Coole ist, ich habe ja hier schon gesehen, beziehungsweise mir wurde verraten, dass hier auch die Anspruchsleiste mit drin ist. Jetzt weiß ich auch, wofür das gedacht ist, damit man sowas sehen kann. Und auch im Prinzip die Ansprüche von anderen Reichen sehen kann. Wusste ich nicht, wurde auch nie erklärt. Finde ich aber gut, dass es sowas gibt. Dann weiß ich jetzt zumindest schon mal ein Stück mehr. Ich habe hier auch schon mal ein bisschen angefangen. Denn ich würde es erst hier rüber versuchen. Jetzt hören sie sich anders an. Ich wollte noch einen Witz machen, darüber egal.
Nehmen wir schon mal ein paar Systeme. Das kostet mich 480 Einfluss. Dann können wir bei einem Krieg potenziell schon mal dieses Stückchen hier auf alle Fälle mit rausnehmen. Dann haben wir... Was haben wir denn da eigentlich? Im Prinzip das... Dort, wo die Katzen gespawnt sind. Bis dahin haben wir dann alles. Hier können wir auch gut verteidigen an der Stelle. Denke ich. Wird schon passen. Und das nächste ist dann dieses Stückchen hier. Wenn das überhaupt so weit glatt geht. Ansprüche stellen. Das ist es wert. Denke ich. So. Wie viel würden mich denn die nächsten kosten? Nehmen wir mal 416 plus 48 und 32 sind 80. 64, 144. Nochmal 144 drauf. Sind wir bei 560 für die nächsten Ansprüche. Klingt nach einem Plan. Oder wir nehmen gleich dieses System hier noch mit. Das finde ich auch nicht verkehrt. Das ist Nummer 61. Dann sind wir bei 621 in Einfluss. Okay. Weiß ich Bescheid, dann verlieren die auch ihre Kernsysteme. Wenn man sich das mal anschaut, wie viele Planeten hier sind und wie wenig hier drüben nur noch ist, wenn wir dieses Stück ihm wegnehmen könnten. Wir sind militärisch stärker als sie im Moment. Dann war es das mit Jabba. Dann erholen die sich von diesem Schlag nie wieder. Apropos, von diesem Schlag erholen sie sich nie wieder. Hier, das System müssen wir auch noch mitnehmen, das darf ich nicht vergessen. Potenziell. Dann stellen wir am besten hier oben eine Flotte rein, hier einen Zolton und noch eine Knorr oder so, damit wir sie möglichst gut überrumpeln können, falls da wirklich der Krieg kommt. Relativ zeitnah. Wir haben da ja ein paar Aliens weggemacht, die so einen Planeten abgeschirmt haben. Und jetzt kam folgendes Event: Abgeschirmter Planet. Moa 5a sendet eine undurchdringliche Energiebarriere aus, die den Planeten umgibt, den er umkreist. Die genaue Quelle der Barriere ist schwer zu lokalisieren. Jedoch scheint sich irgendwo tief unter der unfruchtbaren Oberfläche des Mondes zu liegen. In einem großen Krater des Mondes befinden sich antike Ruinen, die einst vermutlich eine große Militärbasis gewesen sein muss. Sie könnte einige Antworten enthalten. Und damit haben wir noch eine archäologische Stätte. Sehr cool. Und da kommt gleich mehr auf einmal rein. Die gesamte Schwarzwald wurde beendet, die gerade eben lief, und dadurch, dass wir wieder mittlerweile ein ganzes Stück auf dem ersten Platz und mit ein bisschen Abstand wieder auf dem ersten Platz sind. Dachte ich mir, das passt schon. Zeige ich jetzt das Ergebnis. Vögel sind halt doch ziemlich gut. Und auch die Schmetter. Ich weiß, die kriegen 20% mehr, aber wir haben einen sehr komfortablen Abstand im Vergleich zum vierten Platz. Eine Anomalie. Oh, das sind gleich drei von den Kristallen. Kristalle brauche ich in letzter Zeit öfter als zum Beispiel flüchtige Teilchen oder exotische Gase. Was kam da eigentlich? Der Asteroid Jormak Tusk streitet von schwierigen Stößen eine unbekannte Strahlung aus. Versucht jemand oder etwas mit uns zu kommunizieren? Werden wir gleich sehen, nehme ich an. Ach, schau mal einer an. Ach, deswegen ist hier noch niemand durchgekommen. Da ist der Ätherdrache. Okay. Weiß ich Bescheid, dann kann man dich zurückschieben. Wo schiebt man dich dahin? Und ich glaube, das ist nicht so interessant. Wir sehen uns gleich. Die Alien-Glyphen über der Tür wurden wie folgt übersetzt. Ich bin Zarklan, Wächter von Modstab, Prophet der ZVA. In einer Galaxis voller Hass und Boshaftigkeit habe ich entschlossen, mich hier einzuschließen. Geht weiter, wenn ihr würdig seid. Nachdem sie die erste Kammer durchforstet hatten, entdeckten Archäologen einen winzigen, verborgenen Schaltmechanismus an der Wand. Beim Drücken ging eine weitere Tür auf. Die zweite Kammer ist nun zugänglich. Das war's schon. Okay. Ich denke, wir sind soweit, dass wir mal ein paar neue Sektoren aus Boden stampfen können. Den ersten würde ich gerne in Borbo errichten. Denn 1, 2, 3 nach Trim, 1, 2, 3, 4 nach Haniri, dann kriegen wir drei Systeme mit rein. Ich glaube, das sollte ganz gut passen für den Sektor. Machen wir das. Dann können wir auch noch einen Gouverneur uns holen.
Erfahrungszuwachs nicht unbedingt mein Ding. Baudauer, Armeen, Kostenarmeen, Schadenverteidigungsarmee. Naja, Baugeschwindigkeit, Schiffe. Hier gibt es keine Schiffswerft. Ich finde das beides nicht so günstig. Dann nehme ich mir halt den Gouverneur mit dem Erfahrungszuwachs. Vielleicht kriegt der ja noch eine andere Eigenschaft. Wird schon schief gehen. Und du hast... Ja, du bist kurz vorm Level-Up. Wenn du jetzt schon kurz nach dem Level-Up gewesen wärst, hätte ich dich vielleicht in den kleinen Sektor reingetan. Denn ich habe den Eindruck, ich kann mich da täuschen, dass die Erfahrungspunkte erlangen, je nachdem, wie viele, über wie viele Pops sie in diesem System herrschen. Sonst hätte ich gesagt, wenn die ein bisschen langsamer levelt, setzen wir die hier rein und den mit dem Erfahrungszuwachs gleich in den großen Sektor. Aber das wird schon passen. Gut, dann müssten wir jetzt hier den Sektor sehen können. Genau. Dann gäbe es hier zum Beispiel auch noch Liram. Hier sind ja mittlerweile auch relativ viele zusammen. Und Liram ist auch schon groß genug dafür, von daher. Danke. Kriminalität minus 25% nehme ich mal mit. Ist jetzt nicht unbedingt der, den ich am liebsten gehabt hätte. Aber ich weiß ja zum Beispiel auch, dass hier keine Kriminalität ist. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen das instabil war. Aber das hat sich erledigt. Aber hier. Hier ist es noch ein bisschen instabil, deshalb gibt es hier Kriminalität. Und das können wir jetzt dadurch beheben. Warum seid ihr denn ein wenig instabil? Wegen der Zufriedenheit der Bevölkerung. Die Zufriedenheit der Bevölkerung hängt davon ab, weil die xenophob sind, die netten Herrschaften. Komische Leute. Das müssen wir denen noch austreiben irgendwie. Gut, dann sollte das ja passen. Wie viele gibt es denn da noch im Grenzsektor? Wir haben Gromen, der liegt ja alleine irgendwann. Da würde ich sagen, wenn wir ein bisschen mehr erobert haben, dann passt, können wir den auch noch mit in den Sektor reintun. Ich weiß nicht, ob es Nachteile gibt, wenn die nur im Grenzsektor sind. Ich vermute schon. Aber ganz ehrlich, für den einen Planeten einen extra Sektor aufmachen, da warte ich lieber noch einen Moment. Dasselbe gilt für UNIF, da gibt es einfach noch nichts. Vielleicht können wir auch ein paar Habitate irgendwann mal bauen. Dann lohnt sich schon eher. Jamal. Warum? So, jetzt sind wir wieder bei der Übersicht. Auch hier, ein einzelner Planet. Irgendwann vielleicht einmal. Knorr und Manwart. Da würde ich noch einen Moment warten, dass wir vielleicht irgendwann mal... Ich weiß, es ist super spät. Aber entweder... Obwohl, wir können es auch gleich machen. Dass wir sagen, wir machen hier noch einen extra Sektor für die auf und später verlegen wir die Hauptstadt des Sektors dann hier rüber, um mehr Planeten mit reinzunehmen. Na ganz ehrlich, die haben auch schon 13 Leute und 20 an sich. Es würde sich schon lohnen, denke ich. Wie viele Einwohner haben eigentlich die anderen? Oh, der hat fast 30 Einwohner, da könnte sich auch schon fast lohnen. Dann ist es halt ein einzelnes System. Passt schon. Die Anführer sind ja nicht so teuer. Gibt es, glaube ich, deutlich Schlimmeres. So, was haben wir hier für Anführer jetzt? Verwaltungslimit von Bürokraten um 10% erhöht. Klingt gut, aber ich glaube, die nutze ich kaum. Da kannst du schon mal leveln. Ja, unsere Schiffe stehen bereit. Wir warten im Prinzip nur noch auf die Marodeure. Die Waffenstillstandsinitiative. Fortgesetzte Ausgrabung der Ruinen auf Moa 5a. Wir haben ja noch eine weitere Ausgrabungsstätte, die wir in der letzten Folge erkundet hatten. Die müsste hier... Nee, das muss nicht. Ach, das war... Okay, das eben, was ich vorgelesen habe. Nee. War das, was beim Alten war. Und jetzt haben wir das Neue. Dass die... Nochmal. Fortgesetzte Ausgrabungen der Ruinen auf Moa 5a haben enthüllt, dass die verlassene Basis einst eine massive Militäranlage war, die von der Waffenstillstandsinitiative errichtet wurde. Dies war ein semi-permanentes Bündnis, das von mindestens 5 großen, sehr fortgeschrittenen interstellaren Mächten, die etwa vor 75.000 Jahren in dieser Region aktiv waren. Die genaue Natur dieses Bündnisses ist nicht bekannt, aber es scheint gegründet worden zu sein, um mehrere lang andauernde galaktische Kriege sofort zu beenden. Große militärische Kontingente von jedem Mitglied der Initiative waren auf der Mondbasis stationiert. Kurios, warum ist denn da jetzt ein Schild drin? Neue Föderationsgeschehnisse. Die Stali haben eine Föderationseinladung an
Was auch immer das ist, geschickt. Wo sind die denn? Kann ich das nachschauen? Ach, so ein Mini-Spargelreich bei ihnen selber. Interessant. Wir empfangen eine Übertragung von den Zulokako Union. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Ach, die müssen gerade eben erst aufgestiegen sein. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten zwischen uns wurden vorübergehend eingestellt. Ich repräsentiere Zulokako Union. Unser erwählter Anführer, Generalkommissar Zitlaxi, erhofft auf friedliche Beziehungen zu unserem Volk. Ihr könnt euch aber auch sicher sein, dass wir unsere Lebensart sehr gut verteidigen können. Militaristen, Spiritualisten, interessant. Ich würde sagen, wir wollen nur Freunde sein. Also ein neues Spargelreich. Die zweite Kammer. Die zweite Kammer ist reichlich unscheinbar, abgesehen von einem weiteren Satz von Alienglyphen über einer geschlossenen Tür. Sie lesen: Kleine Könige erschließen Edikte in meinem Namen. Imperien führen zu meinen Ehren Krieg. Narren sangen meine Lobeshymne. Ich aber hatte nichts davon. Es wurde noch kein weiterer geheimer Wandschalter gefunden, der Zugang zur dritten Kammer bieten würde. Kurios. Und Rivalität zwischen Omnihub und Schmetter. Okay. Passt. Wie läuft eigentlich der Krieg bei euch? Das Unkraut konnte sich in ein paar Systeme wieder zurückerobern, aber Omnihub haben hier weit wieder das ganze Hinterland schon erobert. Das hier können sie immer super verteidigen und hier hinten, die haben sich einfach überdehnt. Ich glaube, das hätte mir genauso gehen können. Wie gut, dass es besser gelaufen ist bei uns. Mir ist ja was Interessantes aufgefallen. Das System heißt Lotandra, aber die ganzen Meteoriten heißen hier Jomorg irgendwas. Auge, Bauch, Schwanz, weiß nicht mal was Tusk ist. Snout, Schnauze, keine Ahnung. Faust, Zunge, Herz. Ich glaube, ja, es gibt irgendein System, wo dann ganz viele Kristallwesen auftauchen. Ich glaube nicht, dass es das ist, aber vielleicht gibt es hier dann auch nochmal irgendwann ein Event oder es kommen Gegner oder irgendwas in der Richtung wird es hier vermutlich geben. Kriegstreibende Partei C. Der abgeschirmte Planet in diesem System war die Hauptstadt eines der sich bekämpfenden Imperien, zu deren Beendigung die Waffenstillstandsinitiative gegründet wurde. Der Name dieses Reiches ist noch unbekannt, weshalb sie einfach als kriegstreibende Partei C in allen bisher gesammelten Initiativaufzeichnungen benannt werden. Anscheinend versuchte die Waffenstillstandsinitiative, ein Zeichen an der kriegstreibenden Partei zu machen. Also ein Exempel zu statuieren, meinen die. Nachdem sie in ihren Raum eingedrungen waren und mehrere hart umkämpfte Schlachten gewonnen hatten, nahm die Initiative die Heimatwelt von Planet C dauerhaft unter einem Energieschild gefangen. Auf dem nahegelegenen Mond wurde eine Militärbasis errichtet, um den Schild aufrechtzuerhalten und als Reaktion auf den unwahrscheinlichsten Fall eines Eindämmungsversagens entgegenzuwirken. Aha. So was Ähnliches wurde ja in unserer Welt auch gemacht. Schau mal einer an. Kriegserklärung von Jabba an Schildkröte. Und ich bin mir relativ sicher, dass die eigentlich noch ein defensiver Kommen hatten, oder? Assoziationsstatus? Ne, dann haben sie keinen defensiver Kommen weiter. Aber potenziell, obwohl die sind auch recht weit weg. Wäre aber sehr interessant gewesen. Bin mal gespannt, wie es da ausgeht. Was wollt ihr denn eigentlich erobern? Kann ich das mir so anschauen? Jabba. Ich wüsste es jetzt gar nicht, wie ich mir das anschauen kann. Kriegsgründe von Schildkröten haben die Ansprüche. Kann ich? Das müsste doch über die Ansprüche möglich sein, wenn das ein Eroberungskrieg ist, das zu sehen. Anspruch von Jabba. Jabba, Jabba, kein Anspruch von Jabba. Komisch. Jabba,
kein Anspruch. Kein Anspruch. Nur die 4 Systeme. Das ist aber nicht viel. Hier ist noch eine Tundra-Welt mit drin. Es gäbe dunkle Materie, aber... Ich habe irgendwie mehr erwartet. Gerade das eine System. Ihr lasst doch nicht das eine System dann da stehen, oder? Das scheint mir keinen Sinn zu machen. Wer weiß, was die vorhaben. Aber wo wir immer schon mal bei den Ansprüchen sind, packen wir unsere auch noch gleich mit rein. Würde mich kosten 640. Ich warte noch ein bisschen, damit ich einen kleinen Puffer habe, falls irgendwas schief geht. Die dritte Kammer. Nach einer langen und anstrengenden Suche wurde ein geheimer Hebel unter dem Boden gefunden, der Zugang zur vierten Kammer bot. Nach wie vor schmückten außerirdische Glyphen die Wand über einer weiteren Tür. Diejenigen, die Zarklan antreffen möchten, müssen zuerst ihren Weg finden. In jeder Kammer gibt es einen versteckten Schlüssel, der gedreht werden muss, um fortfahren zu können. Der Zweck dieser Herausforderung wird euch schon bald bekannt gegeben werden. Wir haben es geschafft. Wir haben das nächste Loch in unserem Reich geschlossen. Das Rüstesymbol ist jetzt schon viel größer. Läuft bei uns, würde ich sagen. Marodeure sind halt immer noch im Weg, das gefallene Reich ist im Weg. Der eine oder andere Leviathan, aber es läuft, denn ich konnte schon viele Technologien erforschen. Jetzt würde ich sagen, nur noch die 6 Monate abwarten für fortschrittliche Schöde, dann werde ich unsere Schiffe nochmal auf. Und dann sollte die ganze Sache vielleicht schon anders ausschauen. Ich denke, so langsam haben wir genug Flottenkapazitäten, schon mal die nächste Flotte anzufangen. Oder wir hoffen darauf, dass die Kapazitäten für die einzelnen Flotten noch ein Stück größer werden. Mal schauen. Des Weiteren, deswegen habe ich euch dazu geholt, haben wir eine archäologische Stätte abgeschlossen. Ah, scheinbar die hier. Das ging aber flott. Die haben wir erst später angefangen. Der Schildgenerator. Die Mondbasis der Initiative wurde über mehrere Jahrhunderte in Betrieb gehalten, aber ohne Anzeichen eines Versagens der Eindämmung wurden die stationierten Truppen allmählich abgebaut. Durch die Verlagerung von Allianz und Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Initiativmitgliedern wurde die Basis schließlich aufgegeben. Durch Verlagerung von Allianzen und Auseinandersetzungen, okay. Nur automatisierte Systeme wurden zurückgelassen, um den Schild über die Heimatwelt von Partei C aufrechtzuerhalten. Und diese sind bis heute unglaublich funktionsfähig. Leider wurde ein kritisches Stromkabel durchtrennt, als sich unsere Archäologen in die unterirdische Stromkammer gruben. Nach 75.000 Jahren Dauerbetrieb gibt es keine Abschirmung mehr. Oha. Planetklasse wird auf Reliktwelt geändert. Ich bin gespannt, was das jetzt bedeutet. 26er Größe, 100% Bewohnbarkeit. Aber der Schild ist noch da. Ah, der zerfällt gerade. Was kannst du denn so? Trocken. Ich weiß nicht, ob das denn wirklich trocken ist. Oder wenn ich hier auch einfach Menschen ansiedeln kann. Einst erstreckte sich eine Stadt über die ganze Welt. Heute sind nur noch alte und verlassene Ruinen erhalten, deren ursprüngliche Bewohner längst verschwunden sind. Merkmale? Das ist ganz schön krach. Dichte Ruinen. Wow. Deutlich bessere Forschung. Nicht schlecht. Aber Bergbau Distrikt und ansonsten... Maximale Distrikte minus 1 und sowas, damit kann ich leben, aber das könnte eine gute Forschungswelt für uns werden. Das klingt doch nach einem Plan. Wir könnten zum Beispiel hier die Menschen losschicken. 75% Bewohnbarkeit, das reicht mir durchaus. So, ich habe das noch nie über diesen Button gemacht. Ich hoffe, dann wird jetzt hier irgendwo... Genau, da wird ein Kolonieschiff gebaut. Und das fliegt dann scheinbar automatisch dorthin. Ich bin schon sehr gespannt, was wir damit dann alles anstellen können. Also von wegen, da passiert erstmal nichts. Und wir können da erstmal siedeln oder dergleichen. Hier ist direkt noch eine archäologische Stätte entdeckt worden. Dann brauche ich dich auch nicht irgendwo hinzuschicken, sondern du gehst direkt mal zur archäologischen Stätte. Und zwar haben wir hier eine aufgegebene Ökumenopolis. Diese uralte Reliktwelt war vor 75.000 Jahren hinter einer undurchdringlichen Energiebarriere gefangen.
Es muss einst eine pulsierende Ökumenopolis gewesen sein, in der hunderte Milliarden Bewohner lebten. Hunderte Milliarden? Das ist ein bisschen sehr hochgestochen. Aber die Straßen und Gebäude sind nun verlassen. Keiner der ursprünglichen Bewohner des Planeten ist geblieben. Aha. Na dann schauen wir mal. Ihr seht schon, wie versprochen. Ich quere die Schiffe ab. Ich rüste die Schiffe auf, meine ich. Er hat ein paar neue Waffen erforscht. Gibt ein paar coole Sachen, wie zum Beispiel die verbesserten Schilde und allen drum und dran. Wir haben sogar, glaube ich, schon die 5. Stufe der Laser. Also ich denke, wir kommen klar. Angefangen haben wir bei ungefähr 8000er Stärke. Bei der waren es auf alle Fälle 8000. Hier waren es, glaube ich, 8,3. Da waren es 8,3 oder 8,7 oder sowas in der Richtung. Irgendwas ungerade, das bin ich mir relativ sicher. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf alle Fälle, das läuft. Ihr seht auch schon, die Stationen habe ich ein wenig abgequält. Das, habe ich das eben schon erwähnt? Ne, ich glaube nicht. Der Siedler kommt hier gleich an. Bin gespannt, was uns auf der Reliktwelt erwartet. Und das ist im Prinzip auch der Grund, warum ich heute zugeholt habe. Das Verschwinden des ursprünglichen Bevölkerung dieses Planeten bleibt ein Rätsel. Als der Schild aufgebaut wurde und sie vom Rest ihres interstellaren Reises isoliert waren, waren sie wahrscheinlich mit Massenhunger und Unruhen konfrontiert, die auf die massive Bevölkerung ihrer Hauptstadt zurückzuführen war. Dennoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie Teile ihres Stadtplaneten abgerissen haben, um das Land zu bebauen. Nichts deutet darauf hin, dass nach dem Errichten des Schildes bedeutende Kämpfe stattfanden und es gibt auch keine versteinerten oder sonstigen Überreste der Bewohner. Es ist, als hätten sie sich einfach in Luft aufgelöst. Das ist tatsächlich sehr kurios. Bin gespannt, was da abgeht. Oder ob wir da überhaupt siedeln sollten. Aber wird schon. Oder... Ach, komm, wird schon. sonst noch irgendwas? Die Marodeure, wir haben jetzt das Jahr 2400. Ich warte jetzt seit bestimmt 10 Jahren. Wenn die Marodeure nicht kommen wollen. Ich weiß nicht, wie lange die insgesamt brauchen. Wie wäre es denn dann, wenn wir die ein paar der Jabba-Leute befreien? Denn die Jabba-Leute werden gerade von einem... Ah ne, es sind jetzt wieder Jabba, okay. Aber die wollten doch eigentlich von jemandem mit Bihir-Erfahrung rekrutiert werden. Oder der Bihir ist. Deswegen hatten sie auch als letztes einen Bihir-Anführer. Wie wäre es denn, wenn wir dafür sorgen, dass sie einen komplett neuen Anführer bekommen, hier so ein paar Reiche? Apropos, da sollte ich vielleicht das Ganze mit Ansprüchen stellen schon mal klar machen. Ja. Wir können uns dann ein ganzes Stück nehmen. Wenn die Marodeure nicht wollen, dann würde ich sagen, ich werde das Ganze in die Wege leiten, sobald die Schiffe vielleicht geupgradet sind. Flotte habe ich jetzt noch nicht angefangen, ich wollte noch auf die neuen Waffen warten. Und ja, ich glaube, vielleicht gleich die neue Flotte bauen oder schon mal Krieg erklären. Ich glaube, das sollte schon passen. Wie stark sind wir denn im Vergleich zu denen? Wir sind nun uns unterlegen. Ja, das wird schon irgendwie werden, hoffe ich. Kann ich einsehen, wie stark unsere Stationen sind? Ja, wenn die abgegradet sind, sind sie bestimmt bei 12.000. Das reicht ja auch erstmal, um ein bisschen was abzuwehren. Kleinere Flotten auf alle Fälle. Ansonsten, ich würde noch irgendwas mit euch durchgehen. Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Das spricht nicht für mich. Forschungstechnisch läuft es. Ja, wir erforschen gerade keine Waffen, aber da waren keine Waffen gerade da. Jetzt weiß ich es wieder. Wir haben ja noch Aufstiegsvorteile und das Problem ist, wir haben hier nichts, wo ich jetzt unbedingt sagen müsste, ja, das wäre was, das brauchen wir unbedingt. Verteidiger der Galaxie wäre cool. Haben die anderen Leute eine bessere Meinung von uns? Und wir sind stärker gegen Endgame-Krisen. Meine Güte. Das Problem ist, wenn jetzt die Marodeure schon so lange gebraucht haben, Endgame-Krise hier auftaucht, das dauert noch ein Weilchen, nehme ich an. Galaktische Anwärter wäre eine Idee, aber wenn man sich das mal anschaut, was bei so einem gefallenen Reich dasteht, militärische Flottenstärke immer noch unbekannt, Forschung überwältigend, Wirtschaft sind wir mittlerweile aber auch schon ebenbürtig. Ich weiß nicht, wie stark wir gegen die sind. Und ich würde auch eher vermuten, dass das noch ein Weilchen dauert. Von daher, ich glaube nicht, dass sich das im Moment lohnt, gegen den Gefallen des Reichs vorzugehen. Die geben uns so ein dermaßen eins auf den Deckel. Das passt einfach nicht.
Dann hätten wir noch. Na, da hört es schon auf. Das war's dann nämlich, glaube ich, schon. Ich warte halt auf Koloss-Projekt zum Beispiel. Was brauchen wir dafür nochmal? Titanen, glaube ich, oder? Ja, genau. Wir haben zwar schon die Titanen, wir haben auch, dass wir Titanen schneller produzieren können schon, aber der Titan selber kommt noch nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie erst freigeschaltet werden muss. Das müsste man halt wissen. Ansonsten, meisterhafter Bauer fehlt uns das Megabauwesen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich da noch rausgesucht hatte. Aber das können wir ja dann spontan entscheiden. Wobei, das passt eigentlich so ganz gut. Ja, auf alle Fälle, das, was wir wollen, Titan oder Megabauwesen, kommt einfach nicht. Dementsprechend geht es bei dem Aufstiegsvorteil auch kaum weiter. Und ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Außer schneller und besser zu forschen. Von daher, die Verlockung ist groß, wirklich zu sagen, wir nehmen uns einen Teil von Jabba, befreien die Leute dort, gerade die Wissenschaftler, weil Jabba gut in der Forschung ist, dass sie dann für uns forschen können. Für ein Reich, das es auch verdient hat. Aber das bleibt abzuwarten, denke ich. Ich weiß es noch nicht. Die vierte Kammer. Diesmal war der Hebel in der Decke verborgen. Die fünfte Kammer enthält weitere Alienschriften. Es gibt keinen. Die Herausforderungen sind genauso bedeutungslos wie diese Worte. Dies ist meine Lektion. Ich bin Zaklan der Erbauer. Gegen meinen Willen mitgerissen von den Strömungen der Geschichte, geht weiter die Audienz, gehört euch. Sollte diese noch von Interesse sein. Ich finde, der erste Teil hat so ein bisschen was von Also sprach Zarathustra. Vielleicht geht's ja genauso weiter. Ein paar kleine Ereignisse. Zunächst ist einmal, Kristall und Jabba haben sich gegenseitig rivalisiert. Unsere Schiffe sind fast fertig mit Upgraden. Das heißt, wir könnten dann theoretisch Krieg führen. Wir haben noch ein weiteres Event. Druckpresse. In der die präindustrielle Zivilisation von Sakralis 2. Das müsste ja hier bei uns gewesen sein. Ja, genau. Hat den Bau mehrerer Druckpressen abgeschlossen. Diese Maschinen haben ihnen ermöglicht, beschriebene Materialien in großen Mengen herzustellen, was zu einer primitiven Form von Massenkommunikation geführt hat. Einige führende Personen ihrer Gesellschaft haben sich nach Kräften bemüht, diese Innovation zu unterdrücken, aber bislang hatten sie damit keinen Erfolg. Auf dem Planeten breiten sich neue Ideen jetzt mit rasanter Geschwindigkeit aus, tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen inklusive. Na, dann wollen wir doch mal sehen, welcher vor mir jetzt da seid. Spätes Mittelalter, okay. Verstehe. Die werden irgendwann vermutlich aufsteigen, aber die brauchen wir auch gar nicht mehr. Wir haben schon mittlerweile Einwohner, womit wir alle Biome abdecken können, denke ich. Ich würde Jabba, glaube ich, einen Teil von Jabba befreien. Ich würde natürlich niemals den Krieg erklären. Dann kann man hier auch noch einen weiteren Durchgang. Wir haben dann noch im Prinzip diese Station hier zum Verteidigen. Die könnten natürlich dann auch durch Knuddel fliegen, wenn sie das dürfen, und sind hier auch angreifen. Von daher an sich, ich verliere jetzt nicht wirklich weitere Fläche, aber ich kann hier relativ viel gewinnen, weil hier viele bereits stark ausgebaute Planeten da sind. Ich kann machen ein Stück ein Gebiet gut, kann im Prinzip dann auch hier rumfliegen. Wobei der Weg hier auch nicht viel länger ist, muss man dazu sagen. Das Problem ist aber auch, wenn ich den Omni-Hub jetzt in den Rücken fallen würde. Der Krieg für die läuft halt einfach gut, das kann man nicht anders sagen. Die haben noch eine erbärmliche Flotte und deren Flotte ist uns ebenbürtig. Ich könnte den Rücken fallen, aber ich müsste dann hier verteidigen, ich müsste hier verteidigen. Ich müsste hier noch schnell meine Ansprüche anstellen. Und dann kann ich im Prinzip hier ein paar Systeme erobern, das wäre ein Riesenvorteil, keine Frage, wenn wir bis hierhin kommen, wenn wir dann hier einfach durchfliegen können und müssen nicht hier jedes Mal extra rumfliegen. Aber hier gibt es kaum was zu holen, außer eine Megastruktur. Und ich glaube, die kann ich auch noch nicht ausbauen, auch wenn ich die gerne hätte. Und dann könnte ich halt noch bei Unkraut hier aufräumen. Aber auch da, da ist bisher wenig, muss man ganz ehrlich so sagen. Hier dürfte es ein, zwei Planeten gegeben haben, vielleicht auch drei, wenn es hochkommt. Das war's. Und ich habe halt immer noch eine ziemlich große Grenze gegenüber Omni-Hub dann. Und die sind ungefähr gleich stark, das heißt, es wird auf alle Fälle ein harter Krieg. Ein harter Krieg für ein paar Systeme,
die mir einen strategischen Vorteil auf alle Fälle geben. Es lohnt sich auf alle Fälle, aber ist nicht so unglaublich gut. Und hier habe ich, ich glaube, hier waren 3 Planeten drin zum Siedeln. 1, 2, 3. Hier ist auf alle Fälle noch ein Planet, hier ist noch ein Planet, hier ist, vielleicht gibt es auch noch irgendwo Doppelsysteme, hier ist noch ein Planet, dürfte drin sein, ist hier noch ein Planet drin? Ja, auch hier ist noch ein Planet drin. Hier sind noch 3 Planeten. Und die sind halt uns unterlegen. Und die führen auch noch einen Krieg. Wenn ich denen in den Rücken falle, ist das halt ein viel, viel einfacherer Krieg mit höherem Output. Und von daher, so doof das vielleicht klingt, ich bin überlegen, wirklich einfach den Job an den Krieg zu erklären, wenn die Marodeure nicht wollen. Omnihub ist zu heftig im Moment. Ich weiß nicht, wie dieser Krieg ausgeht. Es könnte auch ein Schuss in den Ofen werden. Und gegen Jabba ist es halt eine relativ sichere Nummer. Ich krieg einen tollen Gewinn raus. Die einzige Alternative, die ich halt noch sehe, ist entweder keinen Krieg führen, das Ganze irgendwie diplomatisch lösen. Ich wüsste noch nicht wie. Dass wir jemanden versuchen zu vasalisieren, das könnte man zum Beispiel mit Omnihub, glaube ich, versuchen. Vasalisierung. Geht natürlich nicht. Aber wir könnten den Anspruch stellen, um dann im Prinzip hier einen Teil rauszuschlagen. Das heißt, ich müsste hier nicht mehr unbedingt Ansprüche stellen. Einfach ein Stück rausschlagen. Achso, da muss ein Planet mit drin sein. Also bis hierher ein Stück rausschlagen. Und dann würde der ein Vasall werden von mir. Und den könnte ich dann integrieren. Ansonsten, bei uns gibt es auch keine kleinen Spargelreichen mehr in der Nähe. Ich kann hier nicht einfach irgendjemandem Vasalisierung anbieten, das dann wirklich auf friedlichen Wege lösen. Ich kann natürlich generell einfach friedlich bleiben. Das wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt im Prinzip die nächsten 200 Jahre einfach nur noch auf Pazifismus setzen. Keine Frage, das würde vielleicht aufgehen. Wir sammeln ein großes Reich, aber wer schaut denn dazu, nur damit man im Prinzip die Zeit verstreichen lässt und vielleicht einen oder anderen Verteidigungskrieg führt und dann war's das. Ihr wollt ja sehen, wie wir werden natürlich auf freundliche Art und Weise, denn wir sind ja alles Diplomaten, immer mehr von der Galaxie befreien. Von daher, Jabba scheint mir einfach die sinnvolle Lösung zu sein, wenn die Marodeure nicht wollen. Was mache ich aber, wenn im Prinzip die Marodeure ausbrechen, wenn ich hier gerade noch Krieg führe? Kommt dann immer noch darauf an, wer. Der hier? Kein Problem, müssen erstmal hier rumfliegen. Und das würde Omnihub so dermaßen schwächen, das wäre so dermaßen gut, dass wir einen Plan haben für die nächsten 100 Jahre. Wenn dann hier aber die Marodeure kommen, die brauchen auch erstmal eine ganze Weile und würden mir Knuddel kaputt machen. Wäre sehr schade. Wäre verschmerzbar. Dass wir dann vielleicht Knuddel vasalisieren können. Kann ich das vielleicht jetzt schon denen anbieten? Nein. Nein, das wollen sie nicht. Aber potenziell vielleicht mal irgendwann Knuddel vasalisieren, damit es denen bei uns besser geht. Und es wird halt noch mit dem Marodeur besser werden. Da wir die das im Prinzip ein Stück weit zerschlagen und wir dann eine leichtere Vasalisierung haben. Wobei es natürlich auch cool wäre, um 70 gleich das komplette teilzunehmen. Aber Knuddel ist mein Verbündeter, den würde ich natürlich nie den Krieg erklären. Dann die Marodeure. Wenn die hier ausbrechen, dann gut nach, wir werden ein ganzes Stück an Gebiet verlieren, keine Frage. Und dann werde ich sofort Waffenstillstand schließen, dass ich vasalisiert werde. Das heißt, ich habe ziemliche Probleme damit, Ressourcen höchstwahrscheinlich. Muss mal schauen, wie ich damit klarkomme. Und ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich denke, Jabba ist einfach das sinnvolle Ziel, dass wir die Bewohner dort befreien und der galaktischen Gemeinschaft wieder zuführen. Nicht, dass Jabba da jetzt bunkert. Und ja, probieren wir das. Eine Kleinigkeit habe ich dann vergessen, euch zu erzählen. Wir haben ja hier noch mehrere Gesetze. Und ich würde vielleicht auch, wenn wir schon mal Einfluss haben, Gesetze auf den Weg bringen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wir hätten hier zum Beispiel schwache Unterstützung. Und die schwache Unterstützung kommt auch durch die Vögel mit. Im Moment gibt es, sagen wir mal, knapp 40.000. Ach nee, hier gibt es ja noch viel mehr. Sagen wir 55.000 bis 60.000 an diplomatischer Stärke. Wenn Jabba, wenn Vogel und ich da schon mitmachen würden, bei dem Verbot vom Sklavenhandel,
Das wären schon mal 20.000, nur beim letzten Mal ging es auch nicht durch. Der Grund, warum ich überlege, das trotzdem zu machen, ist, dass es mich nur 25 kosten würde. Und vielleicht können wir ja, weil wir gerade so viel Einfluss über haben, kann ich denn eigentlich schon wieder was vor... Vielleicht in 177 Tagen, dass wir das dann vorziehen? Sobald diese andere Senatssitzung hier durch ist, dann also doch erst in 900 Tagen, dass wir das vorziehen und versuchen, mit unserem Einfluss und unserem Gefallen, die wir noch gut haben bei den einzelnen Reichen, versuchen, den Sklavenhandel zu verbieten. Ich glaube, das wäre eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen würde. Ansonsten könnte ich hier auch nochmal weiterschauen. Was gibt es noch so? Verwaltungssanktionen kann man machen. Habe ich jetzt nicht so eilig, um ehrlich zu sein. Denunzierung kosten mich halt überall 100 Einfluss. Ich könnte die Jabba denunzieren. Das Problem ist auch, das gilt nur für 10 Jahre. Das heißt, wenn ich das jetzt schon mache, bringt mir das im Moment erstmal gar nicht so viel. Das würde ich dann machen, wenn wir wirklich überlegen, gegen Omniab Krieg zu führen. Und ich habe es ja schon erörtert, Jabba ist einfach das logische Ziel im Moment. Ökologischer Schutz, was gibt's da denn? Ah, da gibt's schon die Pangalaktische Recycling-Initiative, die ich immer wieder ablehne. Dann muss ich hier vielleicht auch noch einen eigenen Vorschlag machen, irgendwas anderes. Was anderes, das kann nur noch besser werden. Pangalaktische Recycling-Initiative ist halt für mich nicht gut, weil minus 20% diplomatische Bedeutung von Wirtschaft, das ist mit einem Abstand unser stärkster Posten, oder? Ist uns auf alle Fälle, oh nee, die Bewohner sind unser stärkster Posten. Aber selbst dann, Wirtschaft kommt direkt dahinter. So gut wie, damit schießen wir uns ans eigene Knie, das muss nicht sein. Weltraumfauna spielt, glaube ich, keine Rolle, ist eh schon vorgeschlagen. Sanktionen, was soll's. Krisenstatus ausrufen. Zur Krise erklären, Knuddel und so weiter. Nein, gegen Omnihub vielleicht. Wo haben wir denn hier Omnihub? Es gibt kein Reich, der das unterstützen würde. Das würde mich aber 300 Einfluss kosten. Nee, das lass mal. Das muss nicht sein. Wie werde ich denn zum einzigen Ratsmitglied? Kann ich den Rat auf 1 reduzieren? Achso, ich kann hier bestimmt auch noch das Ganze verstärken, oder? Nee. Ah, da wurden schon Sachen vorgeschlagen. Trost der Gefallene muss unbedingt widerrufen werden. Ungezügeltes Wissen. Kann von mir aus bleiben. Ist jetzt alles nicht so interessant. Ratsveto möchte ich behalten. Ratsgröße ändern ist erstmal, glaube ich, egal. Denunzierungsgewalt des Rates aufheben? Nein. Ratsveto abschaffen? Nein. Permanente Ratsposition klingt gut. Oder Wächter nominieren. Kostet mich 300 Einfluss und Unterstützung gibt es gar keinen. Das ist ja doof. Das funktioniert also nicht so gut. Na gut. Also ihr kennt den Plan. Vielleicht noch den Sklavenhandel verbieten, wenn das klappt. Und dann schauen wir mal. Die letzte Kammer. Nach einer zermürbenden Suche wurde der letzte Schlüssel in Form einer winzigen Schalltafel in einer der geschnitzten außerirdischen Glyphen entdeckt. In der letzten Kammer hält ein gigantischer Thron die zusammengesunkene und bewegungslose Gestalt einer großen humanoiden Figur. Zusammengesunken und bewegungslos, okay. Ein schrecklicher Geruch weist auf den verfallenen Körper des Wesens hin. Einige Glyphen am unteren Rand des Throns lesen sich einfach: Zarklan, zu euren Diensten. Der Körper ist verfallen und bewegt, um zu zerfallen und bewegt zu werden. Aber der Kopf ist angesichts seines Alters überraschend gut erhalten. Da manche Archäologen nicht mit leeren Händen gehen wollen, verwenden sie einen Laserschneider, um den Kopf vom Körper abzutrennen. Was seid ihr denn für Typen? Leichenschändung. Oh, ein Relikt gefunden. Ja, okay. Ich schau mal darüber hinweg. Was haben wir denn da? Schatz, Keran, Watchers. Ihr wart... Wart ihr das hier? Nee. Anderes Symbol. Auch nicht. Wo sind die denn dann? 1, 2. Ah, das werden die direkt neben uns sein, oder? Yep. Es ist also wahr. Ihr habt das legendäre Grab von Zarklan gefunden.
Als es mir die Auguren sagten, glaubte ich es ihnen nicht. Auguren, tatsächlich, ich muss gleich nochmal nachschauen, was Auguren sind. Aber die Beweise sind unwiderlegbar. Es ist wahr, dass sich der Kopf des Propheten in eurem Besitz befindet. Somit wurden, wie vorhergesagt, die Auserwählten vom großen Zarklan endlich enthüllt. Wie es der Wunsch von Zarklan gewesen ist, könnt ihr es mit allen unbesiedelten heiligen Welten nahe unseres Raumbereichs tun, was ihr möchtet. Es gibt auch viele fromme Pilger auf Celestial Throne, die sich sehr geehrt fühlen würden, unter eurem Banner zu kämpfen zu dürfen. Modifikator ausgewählt von Zarklan. Mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Gesinnungsaktivität, Spiritualismus. Nein, wie schlecht. Aber wir dürfen da jetzt siedeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das finde ich wiederum ziemlich gut. So, Zarklan. Schaut komisch aus. Nein, passive Effekte, Gesinnungsaktivität, Spiritualismus. Warum passiert mir sowas? Nun gut. Kleine Flotten eines gefallenen Reiches beschwören. Nein, oder? Das würde mich 150 Einfluss kosten. Wenn ich mal irgendwann in den Krieg gerate, den ich vielleicht nicht gewinne, mache ich genau das. Aber dafür kriegen wir Spiritualismus. Wie doof ist das denn? Nun gut. Hier gibt es noch zwei Welten, die wir besiedeln könnten damit. Wird schon werden. Der Tag der Evakuierung. Die unheimlichen und leeren Straßen dieses verlassenen Stadtplaneten verraten immer noch nicht, was mit den damaligen Einwohnern passiert ist. Es wurden Plakate und Flugblätter entdeckt, die eine Art Tag der Evakuierung erwähnen. Diese werden meistens von Bildern einer Galaxie begleitet, die unsere Astronomen nicht identifizieren können. Tag der Evakuierung. Heute ist der Tag. Melden Sie sich so schnell wie möglich bei Ihrem nächsten Umsiedlungszentrum, um Ihr neues Leben zu beginnen. Haben die vielleicht eine Möglichkeit gefunden, extrem weit zu reisen oder in ein anderes Universum zu kommen, falls sowas existiert? Es ist tatsächlich so gekommen, wie vorhergesagt. Die lassen dieses eine System hier stehen. Vielleicht werden sie das hier noch besiedeln. Und das war's dann. Der Krieg hat sich ja mal nicht gelohnt, es sei denn, es ging ihm um den Zugang zu diesem gefallenen Reich nur. Was wollen die mit dem gefallenen Reich? Egal wie ich es drehe und wende, das scheint mir nicht aufzugehen, aber die Jabba haben ihren Krieg schon beendet, das noch bevor ich meine Schiffe fertig habe. Ich kann aber, denke ich, auch relativ sicher sagen, dass viele von deren Schiffen hier hinten noch sind. Schildkröte, ja. Ihre stärkste Flotte, die ich bisher gesehen habe, waren 5100 irgend sowas in der Richtung. Viele von ihren Flotten sind noch hier drüben, das heißt, wenn wir uns ein bisschen beeilen, kann man die vielleicht überraschen. Hier schon mal den Planeten einnehmen. Da sollte ich vielleicht auch schon mal überlegen. Wegen den Armeen, wenn wir jetzt schon das Ganze fast abgequältet haben. Was da vielleicht abgehen könnte. Ach, das war ja auch noch das Doppelsystem, was wir uns weggenommen haben. Stimmt, da war ja was. 316, 140. Was haben wir denn noch so an Armeen? Zwei wirklich brauchbare. Dann alle entsenden. Genauso wie bei euch. Schicke ich euch auch schon mal hier rüber. Damit wir dann vielleicht gleich beide Planeten schon relativ schnell einnehmen können. Dann ist hier schon mal Ruhe an der Grenze und dann können wir eine weitere Flotte hier hochschicken, um dann die anderen Flotten von den Jabba abzuwarten. So. Wie gut, dass ich es im Moment noch rausverzögert habe mit dem Starten des Krieges. Ich habe nämlich da noch eine kleine Möglichkeit entdeckt, wie wir nochmal um ungefähr ein Drittel unsere Flotten stärker machen können. Und jetzt kommen die Trommeln des Krieges. Und ach komm. Mal ganz ehrlich. Schon wieder. Jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich Stellaris spiele, ich habe es noch nicht ein einziges Mal anders erlebt, sind es immer die Marodeure, die zu mir kommen, die am nächsten an mir dran sind, meistens sogar direkt mitten an mein Reich angrenzen oder sogar mittendrin sind. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass die irgendwo auf der anderen Seite der Galaxie spawnen würden oder dergleichen. Jedes Mal. Also wirklich, wenn es nicht jedes Mal wäre, okay. Aber ich verstehe es nicht. Na okay. Zum ersten Mal in der Geschichte sind die verfeindeten Parteien
Quarion unter einem einzelnen Großkhan vereint, dieser mysteriöse Kriegsherr, der einigen Berichten zufolge ein mächtiger Psioniker ist, ist aus ihrer Kaste hervorgegangen und verbrachte das, was die meisten für unmöglich hielten. Durch die Kombination von List, Charisma und materialistischem Einfallsreichtum hat der frisch gekrönte Großkhan die absolute Loyalität und Hingabe aller Quarian-Fraktionen gewonnen. Jetzt, wo sie nicht einmal mehr damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu töten, richten die Quarian oder wie auch immer ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Große Flotten sammeln sich für den Krieg, bemannt mit den eifrigsten Kriegern, die noch vor einigen Monaten Todfeinde waren. Ich bin Ban Jagoa oder sowas, Großkhan von Quarian Horde, und ich bin hier, um die Galaxie, um der Galaxie zu verkünden, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Die dunkle Ära, in der sich Quarian gegenseitig für Ressourcenreste oder ein falsches Ehrgefühl opferten, ist zu Ende, ja. Stattdessen wollte er mir hier ein großes Teil meiner Systeme wegnehmen, weil ich mal wieder Pech hatte beim Würfeln, so wie es scheint. Ich habe mein Volk die Bildung eines großen Reiches versprochen, das für immer den Namen der Quarian-Spezies in den Annalen der galaktischen Geschichte festhalten soll. Wisset, dass wir keinen Halt vor denjenigen machen werden, die uns im Weg stehen, um die wahre Bestimmung unseres Volkes aufzuhalten. Wenn ihr uns entgegentretet, werden euch die Quarian-Horde zu Staub verwandeln. Ich würde gern direkt über die Kapitulation diskutieren. Eine kluge Entscheidung. Was soll ich anderes machen? Die machen mich sonst komplett fertig. Weil das Ding mal wieder genau mitten in meinem Reich entstehen musste. Eine kluge Entscheidung. Nach eurer Kapitulation werdet ihr eine Satrapie von Quarian Horde werden. Und von euch wird erwartet, dass ihr Ressourcen und militärisches Personal für unsere andauernden Kriege beisteuert. Darüber hinaus werdet ihr jedoch nicht verpflichtet sein, an den eigentlichen Kämpfen teilzunehmen. Und ihr könnt euch selbst regieren, bis wir die Galaxie gesichert haben. Minus 10% Energie. Hart, da sind wir gleich bei. Und 200, das ist in Ordnung, das können wir ausgleichen irgendwie. Minus 20% Mineralien sind 320. Dann sind wir bei 0. Okay, das können wir aber auch irgendwie ausgleichen. Minus 30% Flottenkapazität. Das wäre minus 90. Die Flotte, die ich gerade eben angefangen habe zu bauen, die sollte ich dann ganz schnell mal loswerden. Aber was soll ich machen? Ich kann nichts anderes machen. Die zerschießen mir mein komplettes Reich. Die sind viel stärker als ich. Und anders, an anderen Grenzen, hätte ich sie vielleicht noch abwehren können. Hätte ich mich auf den Krieg eingelassen, aber ich kann nichts dagegen machen. Bitter. Nun gut. Wir akzeptieren eure Forderungen. Ihr könnt euch nun als loyale Diener des Großkhans von Quarian Horde betrachten. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung wurden unzählige Leben der Menschenspezies gerettet, ja. Nur für die habe ich es getan. Das ist ein großer Tag für Aristor. Sobald meine Eroberung, das ist der schwarze Tag für Aristor, dass ihr überhaupt da gespawnt seid und nicht mal irgendwann irgendwo anders. Sobald meine Eroberung der Galaxie abgeschlossen ist, werden wir das Satrapie-System überarbeiten und euer Reich enger in mein Reich integrieren. Bis dahin überlasse ich euch eure Herrschaft selbst. Könnten wir denn jetzt noch einen Krieg erklären? Ich kann den weiterhin den Krieg erklären. Aber Flottenmanager. Zweite Flotte. Komplett auflösen, bitte. Dann wird hier auch nichts mehr gebaut. In den Schiffswerften nehme ich an. Nö. Okay. Was für ein Unglück. Wo willst du hin? Dahinter, okay. Ich kann aber auch nichts dagegen machen. Und nichtsdestotrotz, ich glaube an dieser Stelle oder dann in der nächsten Folge nicht mehr jetzt. Ein Unglück reicht mir pro Runde. Würde ich sagen, versuchen wir noch große Teile der Jabba einzunehmen. Was sind wir jetzt denn eigentlich? Sind wir denn Vasall oder kann ich das irgendwie einsehen? Satrapie des Großkhans.
weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Die machen das Midgame viel interessanter, aber jedes Mal, ich spawn immer in der Nähe von dem Marodeur. Ich hätte ja auch hier spawnen können. Dann wären die super weit weg gewesen, aber nein, immer in der Nähe. Und der war sogar super nah dran. Und dann kommt das Viech immer, oder der erwacht immer. Das ist immer der Nächste, der bei mir ist. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Das kann kein Zufall mehr sein. Das ist jetzt schon... Weiß nicht, seit wann gibt's das? Das gibt's seit Armageddon, seit dem DLC. Und da habe ich doch bestimmt schon 10 bis 20 Runden gespielt. Sagen wir mal ein Dutzend Runden gespielt. Und jedes Mal, ja wirklich jedes Mal ist es der, der mir am nächsten ist. Ich kann mich zumindest nicht an einem Mal erinnern. Das kann natürlich auch meine Erinnerung getrübt sein. Aber es ist wirklich meiner Ansicht nach jedes Mal der, der mir am nächsten ist. Verstehe ich nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Nun gut, dann was machen wir? Ich würde sagen, wirklich Richtung Jabba-Krieger klären. Deren Flotten sind wo? Die sind noch recht weit weg. Wo ist er denn da? Welche Megastruktur war das denn nochmal? Eine Schiffswerft hätte ich super gerne. Werde ich so nicht bekommen. Dann... Ich habe die da jetzt mal Kolonieschiffe hingeschickt. In der Hoffnung, dass wirklich das stimmt, was da stand, weil hier steht immer noch Heilige Welt. Die werden nicht erfreut sein, wenn wir das machen, aber wir haben ja auch das Reliquien-Ding. Ich hoffe es einfach mal, dass das irgendwie klappt. Dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als im Prinzip mir alles weiterhin so durchgehen zu lassen. Und dann muss ich definitiv nochmal mehr Mineralien beordern, mehr Energie. Und Flottenkapazität müssen wir auch irgendwie auf die Kette kriegen. Aber da mache ich mir weniger Sorgen. Sind Unterhaltskosten jetzt um 11% höher? Ja, es ist schon enorm viel, keine Frage. Wir werden gleich dick ins Minus rutschen, aber das passt schon. Ich habe für solche Sachen vorbereitet. Weil wir viele Ressourcen hatten, dachte ich mir, besser gut vorbereitet als überrascht werden. Gut. Dann... Die Armeen stehen bereit, die Schiffe stehen bereit. Würde ich noch auf alle Fälle einen Monat vergehen lassen, um zu schauen, wie sich das dann... So, ich kann mich gleich mal auflösen. Wie sich das dann ausgeht. Mal weg mit den Schiffen, die ich gerade eben noch produzieren wollte. Horde errichtet Basis in Aristor. Zu unserem Schutz hat Quaran Horde im Aristor-System eine große militärische Raumstation installiert. Ist jetzt meine dann weg? Nö. Aber die müsste man besiegen, wenn wir wieder unabhängig werden wollen. Das wird aber nicht passieren. Ganz ehrlich, wenn die irgendwo am Rand wären, hätte ich gesagt, vielleicht können wir da irgendwas machen. Das wäre sehr schwer geworden, aber vielleicht. Aber in der Mitte, die können in alle Richtungen uns alles kaputt schießen. Und ich kann, die komme ich schnell genug hin, ich kann nichts dagegen machen. Egal, das hatte ich schon mal erwähnt. Es ärgert mich halt, kann ich nichts gegen machen. Was macht die Raumstation? Die durch eine beträchtliche Garnisonsflotte verteidigt wird. Die sekundäre Rolle dieser Basis scheint zu sein, uns zu ermutigen, unsere Verpflichtungen als Satrapie nachzukommen und die Rekrutierung von Menschen zu beaufsichtigen. Um der Kampfflotte des Großkans zu dienen, habe ich mein. Aber was will ich anderes machen? So, einen Monat schnell noch vergehen lassen. Minus 34. 158. Das geht, ey. Ja, ich habe mit viel, viel schlimmeren Sachen gerechnet. So, auch euch nochmal weghauen. Das passt. Das hat mir, weil wir so eine enorme wirtschaftliche Macht haben, was ja mein Ziel am Anfang war und das wirkt jetzt immer noch nach, können wir im Prinzip genauso weiterspielen. Wir verlieren natürlich einen Haufen Ressourcen, aber wir hatten davor so einen Ressourcenüberschuss, dass ich schon überlegen musste, was machst du damit Sinnvolles. Und jetzt passt das schon irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's gegen die Jabba. Wenn die Omni-Hub hier zu erschossen sind, würde ich sagen, auf geht's gegen die Omni-Hub. Und ich werde das jetzt nutzen, auch wenn ich hier natürlich Einbußen habe, um
um meinem Meister zu dienen. So nach dem Motto, das war so nicht unbedingt geplant, aber okay, dann halt so. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder als Satrapie oder wie wir mittlerweile genannt werden.